Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Heidi Marie Wellmann und herzlich willkommen zu einem neuen Seelenimpuls rund um die Berufung, Lebensaufgabe, den Seelenplan. Es ist wirklich sehr schön, dass du hier bist. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Also lass dich inspirieren, genieße und setz das Ganze natürlich auch in die Tat um. Und heute komme ich mit einer wesentlichen Frage daher, nämlich mit der Frage: Bist du wirklich bereit, deine Berufung zu leben oder kokettierst du nur damit? Was meine ich damit? Tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen, die ich kennenlerne und die sich mit dem Thema Berufung beschäftigen, tatsächlich das immer nur dann tun, wenn es, ja, meiner Erfahrung nach, weh tut. Ja, sprich, wenn es im Job mal wieder nicht klappt, wenn die Kündigung droht, wenn mal wieder zu viele Überstunden da sind, wenn ich merke, boah, das ist total sinnentleert, was ich da mache und so weiter. Also wenn es wirklich weh tut, fangen wir an, uns wieder mit der Berufung zu beschäftigen. Und wenn dann die Wogen einigermaßen geglättet sind, dann gehen wir wieder zurück und sagen, naja, okay, ja, kommen wieder in so einen alten Trott und es passiert nichts. Ja, und von daher möchte ich dich heute inspirieren, wirklich eine bewusste Wahl zu treffen, beziehungsweise dich wirklich selbst zu hinterfragen. Hast du dich wirklich dafür entschieden, deine Berufung tatsächlich zu leben? Und zwar aus vollem Herzen. Ich lese dir eine Geschichte vor, die ich in meinem ersten Buch veröffentlicht habe. Und ja, es ist eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Ja, hör hinein und lass dich inspirieren. Es ist die Geschichte der Kerze. Es kam der Tag, da sagte das Zündholz zu der Kerze: Ich habe den Auftrag, dich anzuzünden. Oh nein, erschrak die Kerze, nur das nicht. Wenn ich brenne, sind meine Tage doch gezählt. Niemand mehr wird meine Schönheit betrachten. Das Zündholz fragte: Aber willst du denn dein Leben lang kalt und hart bleiben, ohne zuvor gelebt zu haben? Aber brennen tut doch weh, oder? Und zehrt an meinen Kräften, flüstert die Kerze unsicher und voller Angst. Es ist wahr, entgegnete das Zündholz, aber das ist doch das Geheimnis unserer Berufung. Wir sind berufen, Licht zu sein. Was ich tun kann, ist wenig. Zünde ich dich nicht an, so verpasse ich den Sinn meines Lebens. Ich bin dafür da, Feuer zu entfachen. Du bist eine Kerze. Du solltest für andere leuchten und Wärme schenken. Alles, was du an Schmerz und Leid und Kraft hingibst, wird verwandelt in Licht. Du gehst nicht verloren, wenn du dich verzehrst. Andere werden dein Feuer weitertragen. Nur wenn du dich versagst, wirst du wirklich sterben. Da spitzte die Kerze ihren Docht und sprach voller Erwartung: Ich bitte dich, zünde mich an. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Geschichte und bringt das Ganze wirklich auf den Punkt. Denn im Grunde haben wir nicht Angst, unsere Berufung nicht zu leben oder wie auch immer, sondern wir haben vor allen Dingen Angst, unsere wahre Größe, unsere wahre Schönheit, unsere wahre Einzigartigkeit tatsächlich zu leben. Ja? Wir haben das nicht gelernt und das ist uns fremd. Und so wird es wirklich Zeit, dich zu hinterfragen, ob du wirklich bereit bist, ja, deine Berufung zu leben. Und ich möchte dir jetzt ein paar Fragen stellen und fühle in dich hinein, ob, ja, wie sich das für dich anfühlt. Bist du wirklich bereit dafür? Bist du bereit, tatsächlich zu brennen und zu leuchten für dich und für dein Umfeld? Bist du bereit, deine wahren Herzenswünsche tatsächlich zu ergründen und sie zu leben? Bist du bereit, deine Gaben zu geben? Bist du bereit, dein volles Potenzial zu entfalten? Bist du bereit, deiner wahren Herzensvision zu folgen? Bist du wirklich bereit, deine Berufung zu leben? Bist du bereit für ein Leben aus und in der Fülle? Und bist du bereit, dich deiner Lebensaufgabe zu stellen und diese mit Leben zu füllen, anstatt nur davon zu träumen? Bist du bereit?
Fühl in dich hinein. Und wenn du jetzt merkst, da kommen dein Ja, Ja aber oder sogar ein vielleicht Nein, dann habe ich etwas für dich, nämlich ein ganz, ganz besonderes Geschenk. Ich schenke dir einen Workshop, in dem wir genau das durchgehen, in dem wir ja sozusagen deine Bereitschaft auf den Prüfstand stellen und dieser Workshop beinhaltet alles, was dich befähigt, dich davon zu lösen, was dir nicht mehr dienlich ist, was dich tatsächlich klein hält, was dich daran hindert, deine Berufung wirklich zu leben, deine Bereitschaft ja wirklich als Schlüssel zu verwenden, ja, für einen Startschuss, um tatsächlich deine Berufung zu leben. Also, das ist mein Geschenk an dich. Wenn du das möchtest, kannst du das hier abholen. Ich verlinke das hier im Video. Einfach da draufklicken, das Geschenk abholen und ja, dann kannst du loslegen. Es ist ein 2-stündiger intensiver Workshop und der hat es wirklich in sich. Und damit das Thema so wichtig ist, gebe ich diesen Workshop gerne her. Also, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und hey, lebe deine Berufung zu deinem Wohl und zum Wohl der Allgemeinen. Dafür danke ich dir wirklich aus tiefstem Herzen. Bis bald. Ciao.